Neuntes Kapitel. Jan Serbin fuhr hinauf nach dem Norden. Das Land war karg, aber nicht triest. Kein Schnee, kein Frost. Auf einem See gründelten Graugänse. Im Abteil saß außer ihm nur ein Reisender. Er hatte auffallend große Ohren. Er lehnte in einer sonderbaren Haltung, als wäre er bucklig am Hals, in seiner Ecke und las in einem schmalen Buch mit schwarzem Deckel und Goldschnitt. Er las sehr langsam, vielleicht aus Andacht, vielleicht mühsam in einer fremden Sprache. Jan Serbin schob seine Gedanken beiseite und blätterte ein wenig in der Zeitung, in der er auch abgebildet war. Von seiner Rede vor den Studenten hieß es, er habe über Wissen und Macht gesprochen. In der Nebenspalte befand sich eine Meldung, dass sich Vertreter einiger befreundeter Staaten getroffen hätten, um über Privilegien der Angehörigen ihres gemeinsamen obersten Rates zu verhandeln. Die Teilnehmer des Gespräches wurden mit vollem Namen genannt, die verhandelten oder auch ausgehandelten Privilegien mit keinem Wort angedeutet. Wissen und Macht und eine Reihe von Namen. Für wen, der nicht dabei war, ist das eine Information, dachte Serbin und legte das Blatt auf die Seite. Der Mitreisende hatte ebenfalls zu lesen aufgehört. Er sah Serbin freundlich an und sagte, es sei ein seltsamer Winter dieses Jahr. Mit der Zeit entwickelte sich zwischen ihnen ein ruhiges, unaufdringliches Gespräch über Dinge, die draußen zu sehen waren. Auch über die Güte des Kaffees und des kleinen Imbisses, den beide zusammen im Barabteil einnahmen. Später, als sie in einiger Entfernung ein einsames, sauberes Bauerngehöft vorüberziehen sahen, bemerkte der Fremde, dass er von einem eben solchen Gehöft stamme, seit vielen Jahren aber nicht mehr in der Heimat gewesen sei. Serbin dachte flüchtig an die 10 Jahre, die er nicht mehr daheim gewesen war, und ob er seine Muttersprache jetzt auch, wie der Mitreisende, mit einem fremden Akzent sprechen würde. Ihn erinnere das fast einschläfernd gemütliche Barabteil an eine Wiener Kaffeestube, die ihm darum im Gedächtnis haften geblieben sei, weil er dort ein langes Gespräch zweier junger Menschen an einem Tisch, eines Mediziners und einer Buchhändlerin mit angehört habe. Es sei ein kleiner, ein wenig elegischer Traum von Utopia gewesen, ein bisschen eigenen Raum zum Lieben für jedes junge Paar, dass die Jahre voraussehbar wären bis zum Alter, dass niemand einen anderen Menschen in Abhängigkeit halten dürfte und dass es keine Angst mehr gäbe, wenn schon noch vor dem Tod, dann wenigstens nicht vor dem Leben. Es sei, wie es schien, ein Abgesang ihrer Liebe gewesen. Der Reisegefährte bedauerte, nie in Wien gewesen zu sein. Die Ängste junger Menschen vor dem Leben freilich kannte auch er zu Genüge. Die Gewalttaten, die so überhand nähmen, seien eine Saat der Ängste. Schwer sei es, vom Himmel zu reden, wie es sein Beruf verlange, wenn man nicht Rat wüsste auf der Erde. Er selbst sei zu alt. Er mochte in Serbiens Alter sein, um noch seinen Glauben zu verlieren, aber er verdamme keinen der Jungen, die nicht an Gott glauben, weil die menschlichen Verhältnisse der Existenz eines allmächtigen, die Menschen liebenden Wesens widersprächen. Der Mann sprach weder salbungsvoll noch eifernd, sondern mit einer Resignation, die eher nüchtern als wehmutsvoll oder mitleiderheischend klang. Je näher seinem Ziel, die Gewässer nun doch mit einer dünnen, graublauen Eisschicht überzogen, desto unbehaglicher fühlte sich Jan Serbin, weil er, ohne es recht zu überlegen, losgefahren war, um seine Schwester Ursula zu besuchen. Er wusste nichts von ihr, außer dass sie glücklich lebe mit ihrem Mann und 2 Kindern, einem Jungen und einem Mädchen. Als er sich zum Aussteigen bereit machte, zeigte sich, dass auch der sympathische Reisegefährte sein Ziel erreicht hatte. Der alte Herr, heute emeritierter Bischof,
dem er seinen Weg zur Erkenntnis verdanke, lebe hier und feiere seinen 80. Geburtstag. Serbin fand angenehme Unterkunft in einem kleinen Hotel. Die Fenster seines Zimmers gingen auf eine bunte Häuserzeile zwischen zwei schmalen, gemauerten Hafenbecken hinaus. Die Hafenbecken waren wie der ganze Sund zugefroren, die Straßen hell erleuchtet. Schnee lag nicht, draußen über dem Sund konnte man Sterne erkennen. Ab und zu raste einer jener Straßenkreuzer, die unmodern geworden waren, am Hotel vorbei und verschwand mit heulendem Motor über den steilen Anstieg aus der kleinen Stadt hinaus. Die Stille, die danach einfiel, war sehr tief. Über Stadt und Hafen, dem Sund und auch über den nahen unendlichen Wäldern lag eine anrührende Melancholie. Falsche, friedliche Postkutschenzeit, dachte Serbin und verstand die jungen Leute in den heulenden Straßenkreuzern. Kinder singen laut, wenn sie sich in der Dunkelheit fürchten. Er möchte am liebsten Schlittschuh laufen, die glatte, riesige Eisfläche des Sundes, die Sterne darüber. Im Hotelrestaurant, dessen Tische mit fahnenrotem Damast gedeckt waren, aß er zu Abend gekochten Lachs, dazu trank er eine Flasche Chablis. Er sah mit wacher, fast vergnügter Anteilnahme das hübsche Serviermädchen kommen und gehen, ihre Hände gefielen ihm, wie sie ihm vorlegte, die großen grünen Ohrringe im blonden, langen Haar gaben ihr etwas Nixenhaftes. Sie lächelte ihm zu, vielleicht von Berufs wegen, vielleicht auch, weil ihr gefiel, dass sie ihm gefiel. Das Leben ist angenehm, wo es einfach ist, dachte er. Er wird doch Schlittschuh laufen oder Eissegeln. Er entschied, den Besuch gleich hinter sich zu bringen. Wenn ihn die Schwester erkennt, ist es gut, wenn sie ihn nicht erkennt, ist es besser. Er ließ sich von einem Taxi hinfahren. Der Taxifahrer nickte, als Serbin das Fahrtziel nannte, und meinte, es sei dem guten alten Bischof zu gönnen, dass ihm der Vorsteher des Kirchenrates eine kleine Geburtstagsfeier ausrichte. Das Haus der Schwester lag am Stadtrand auf dem Steilufer hoch über dem Sund. Es war hell erleuchtet, in der Einfahrt standen mehrere Wagen. Ein breitgesichtiges Lappenmädchen nahm ihm Hut und Mantel ab und führte ihn in den Salon. Die Feiernden blickten dem späten Gast erstaunt entgegen. Hinter dem Sessel des greisen Bischofs stand Serbins Reisegefährte. Eine schöne, dunkelhaarige Frau kam ihm entgegen. Sie wurde weiß im Gesicht, er trat schnell hinzu und umfing seine Schwester, die, obwohl sie ihn sofort erkannt hatte, eine Fremde war, Frau Ursula Göransson. Eine sehr flache Morgensonne beschien den gefrorenen Sund, die verschlossenen Badehäuschen an dem jenseitigen, flachen, sandigen Ufer, die kleine Stadt selbst und davor die freundlich hellblau gestrichenen Hallen des Werkes, das Thomas Göransson gehörte. Im Morgenlicht auch das Haus hier oben, die riesigen, bemoosten Steinblöcke im großen Garten, das bereifte Gewächshaus. Eine Schar bunter Häher verfolgte kreischend zwei Raben von Baum zu Baum. Im Sturzflug stießen sie immer wieder herab. Die Raben wagten nicht, aus dem schützenden Geäst aufzufliegen, in eine Höhe, die für Häher nicht erreichbar ist. Eine sehr steile, hellgraue, eiserne Treppe führte hinunter zu einem Bootshaus. Im Sommer pflegt Göransson mit dem Boot hinüber zum Werk zu fahren. Der Bootssteg lief weit hinaus bis zu einer Ankerboje, die aussah wie eine übergroße Eisblase. Halbwegs zwischen dem Haus hier und dem Werk dort lag ein Inselchen, darauf hinter einer Steindüne eine Gruppe windflüchtiger Kiefern. Das Inselchen hat Göransson gekauft, vor 2 oder 3 Jahren. Die Jugendlichen machten zu viel Lärm dort, vor allem in den Mittsommernächten, und es ging auch nicht eben moralisch zu, sagte die Schwester. Den Bau des Öl- und Benzintanklagers, keinen Flintenschuss weit von seinem Haus seewärts gelegen, hat er wiederum ermöglicht, indem er der Gesellschaft den Grund verkaufte. Zu ausgezeichneten Bedingungen, sagte die Schwester. Aber jetzt waren ihnen jene günstigen Bedingungen genauso gleichgültig geworden
wie das Inselchen der Jugendlichen, wie alles, was außerhalb des Hauses geschah. Die Schwester kannte auch die Umstände nicht und fragte nicht nach ihnen, die ihr den Bruder ins Haus gebracht hatten. Ihre Welt war zusammengebrochen, und wessen Welt ist nicht die Welt, wenn sie zusammengebrochen ist? Sie waren glücklich gewesen viele Jahre lang, sie, ihr Mann Tom, Christa der Sohn und Signe die Tochter. Das Werk blühte, die Kinder gediehen, der Sohn war tüchtig, die Tochter gut und brav. Dann hörte die Tochter auf, gut und brav zu sein. Nein, nicht, dass sie nun böse und aufsässig wurde, sagte die Schwester, das nicht, aber sie ging unbegreifliche Wege. Sie wollte nicht so leben wie wir. Sie lebte anders. Wie anders können wir nicht verstehen. Sie spricht nicht mit uns darüber, schon gar nicht, dass sie streitet. Sie ist eher still und traurig. Einmal hat sie sich das Leben nehmen wollen, aber im letzten Augenblick sich selbst gerettet. Sie studiert Medizin in der Hauptstadt. Seit 2 Jahren ist sie nicht mehr heimgekommen. Meinen Mann bringt es bald um. Sie war sein Liebstes. Die Schwester weinte ein bisschen wegen Signe, der Tochter, die ausgebrochen war aus ihrer Welt, die doch eine ruhige, sichere Welt sei. Wenn Jan zurück in die Hauptstadt fährt, soll er bitte sie besuchen und mit ihr reden. Vielleicht wird sie sich ihm nicht verschließen. Und nun Christa, der Sohn. Er ist jetzt sehr tüchtig. Er hat seinem eigenen Vater die Firma gestohlen. Die Schwester konnte nur noch weinen, nichts erklären. Das übernahm nach dem Essen bei einer Tasse Mokka und einer leichten Zigarre im Herrenzimmer Thomas Göransson. Christa kaufte zunächst seiner Schwester ihre Anteile ab, dann brachte er die 5%, die Göransson der Kirche als Stiftung geschenkt hatte, an sich. Der gute alte Bischof, aber leider, er ist recht senil, ließ sie ihm gegen gute Papiere der Ölgesellschaft ab. Es war seine letzte Amtshandlung gewesen. Danach musste er wohl doch in den Ruhestand gehen. Das alles hätte erst 45% für Christa ergeben, aber dann errichteten sie das neue Werk, Betonröhren. Das Gelände war günstig zu erwerben gewesen und vor allem wollte er, Thomas Göransson, neue Arbeitsplätze für die Arbeiter schaffen, die durch Automation im Stammwerk überflüssig geworden waren. Sie nahmen dafür neues Geld auf und führten Transaktionen durch, und als alles fertig war, war aus dem Junior der Chef geworden mit 55% in seiner Hand. Thomas Göransson versagte seinem Sohn durchaus nicht die fachliche Anerkennung für diese Leistung, an der auch moralisch nichts auszusetzen sei. Aber, sagte er, mein Lebenswerk ist zerstört. Jan Serbin begriff ohne Mühe, mit einer fernen, misstrauischen Unruhe wegen dieser neuen Fähigkeit, den finanztechnischen Vorgang, der Christa Göransson zum alleinigen Chef der Firma gemacht hatte. Aber Mühe kostete es ihn zu begreifen, inwiefern das für seine Schwester und ihren Mann das Ende eines glücklichen Lebens bedeutete. War ihr Glück das Geld gewesen? Nicht das Geld, sagten der Mann und die Frau. Außerdem ist es nicht weniger geworden, wahrscheinlich wird es sogar mehr werden. War es die Macht? Ich hatte die Macht, Gutes zu tun, sagte der Mann. Wir haben ein Altersheim gebaut, sagte die Frau und zeigte auf einen hellen Fleck am Waldrand oberhalb der Stadt. Die chirurgischen Einrichtungen im kleinen städtischen Krankenhaus waren alt und unzureichend. Ich habe die besten und modernsten Apparate einbauen lassen, sagte der Mann, und ich hatte noch große Pläne. Ich war dabei, meine Arbeiter und Angestellten zu beteiligen. Woran? Fragte Serbin. An meinem Gewinn. Ach so, am Produkt ihrer Arbeit also. Der Schwager erregte sich ein wenig. Der Gewinn kommt aus dem Werk und das Werk gehört mir. Gehörte mir, verbesserte er sich bitter. Um es klar zu sagen,
Christa war nicht gegen das Krankenhaus, nicht gegen das Altersheim. Er war gegen meine Pläne. Er beliebte sie patriarchalisch zu nennen. Thomas Göransson zuckte resigniert mit den Schultern. Dann ging er ins Haus und spielte auf seiner Orgel Bach. Er ist wie zerbrochen, sagte die Frau, die Schwester Ursula, die allmonatlich ein Paket an die Eltern schickt. Kaffee, Obstsaft, Schokolade, etwas Warmes zum Anziehen. Dazu einen Brief über ihr Glück und ein Bundfoto als Beleg für das Glück. Soll sie nun Tränen heimschicken? Der Mann spielte Bach, die Frau fuhr in die Stadt. Der Zirkel der Nächstenliebe tagte, sie führte den Vorsitz. Der Sohn kam von einer Geschäftsreise heim. Christa Göransson war ein 30-jähriger junger Mann, der auf den ersten Blick noch jünger wirkte. Er war um einen Kopf größer als sein Vater, trug salopp geschnittene Kleidung aus teurem Material, lachte mit dem ins Jungenhafte verkehrten, schönen Mund seiner Mutter. Die Härte in seinen lustigen braunen Augen erschien wie eine Täuschung. Er freute sich sehr, seinen berühmten Onkel hier zu sehen. Er gratulierte ihm zu der Auszeichnung und fragte ohne Umschweife, ob ihn die Eltern schon von ihrem vermeintlichen Unglück informiert hätten. Das Unglück meines Vaters liegt in seinem schlechten Gewissen, sagte er. Er hat so viel Geld gemacht, dass es ihm unheimlich geworden ist. Ich habe ihn von seinem schlechten Gewissen befreit. Christa mischte sich einen Fruchtsaft mit einigen Tropfen Whisky. »Frei ins Haus, Onkel«, sagte er. »Ich habe mir erzählen lassen, dass du mehr kannst als alle Psychotherapeuten zusammen. Dass meine Eltern, die Mutter vor allem, jetzt wirklich ganz unglücklich sind, geht mir an die Nerven, aber ich kann's nicht ändern, weil ich dazu nicht dumm genug bin. Sei ein Weihnachtsmann und mache sie glücklich.« Wenn ich mich recht erinnere an die Philosophievorlesungen, weiß das niemand oder vielmehr jeder weiß was anderes. Aber in diesem Fall, ohne Philosophie, Onkel, dass aus ihren Köpfen verschwindet, was sie unglücklich macht. Oder noch besser, sie sollen sich freuen, dass ich aus der Firma etwas mache. Ich mache nämlich wirklich etwas daraus. Gut, sagte Jan Serbin, das wäre ihr Glück. Und deines? Und das deiner Schwester Signe? Bei meiner Schwester Signe ist die Sache einfach. Sie steht Kopf und weint darüber, dass die Welt verkehrt ist. Und Kopf steht sie, weil sie Angst vor der normalen Welt hat. Sie ist sich dabei selbst nicht gut. Ich glaube, sie sitzt manchmal vor dem Spiegel und spuckt, bildlich gesprochen. Ich lasse sie nicht ganz aus den Augen. Immerhin ist sie meine Schwester. Und dann möchte ich auch nicht unbedingt, dass sie hier lebt, solange sie in den Spiegel spuckt. Er trank aus und drehte das leere Glas nachdenklich in der Hand. »Sie tut mir leid«, sagte er. »Es ist nicht ihre Schuld, dass sie so geworden ist. Wenn ich einmal Kinder habe, eins weiß ich genau. Ich nehme sie nicht mit ins Werk, um ihnen die Leute bei der Arbeit zu zeigen. Es verwirrt sie und provoziert Fragen, die man Kindern nicht beantworten kann.« Signe setzte sich 15-jährig einmal hin, um anhand einer Jahresbilanz, die ihr in die Hände geraten war, Vaters Stundenlohn auszurechnen. Zu allem Unglück führte Mutter sie etwa zur gleichen Zeit in ihre Wohltätigkeit ein. Als sie sich dann einen Automechaniker als Freund auflas, wunderten sich die Eltern wohl, luden aber den Jungen ins Haus ein. Er kam einmal und dann nicht wieder. Aber dafür war Signe fortan mehr bei seinen Leuten als daheim. Nun ja, Onkel, so Schrittchen für Schrittchen zum Schritt fehlt ihr ja der Mut und... Christa grinste und fiel wieder in seinen früheren Tonfall zurück. Ihre Anteile hat sie mir wirklich nicht zu billig verkauft. Er hörte einige Augenblicke lang dem Orgelspiel seines Vaters zu. »Diese Fuge ist sehr schön«, sagte er. »Ich spiele sie auch manchmal.« Aber leider nicht so gut wie Vater. Wenn du ihn dazu bringen könntest, dass er glücklich ist mit seiner Orgel, der Jagd, Wohltätigkeit. Und du bist wohl auch ein Wohltäter. Das war eine vorsichtige Frage. Und als er darauf keine Antwort erhielt, kam er später noch einmal darauf zurück, unverblümter jetzt.
Zum Beispiel die Leute, sagte er, die Aspirin herstellen, nehmen jemandem den Zahnschmerz. Der ist im Vergleich zu seinem vorherigen Zustand nun glücklich. Ein Atümchen Glück durch 5 Aspirin, die Leute kaufen's. Wenn es ein ganzes Glückssystem zu kaufen gäbe, sagen wir zu 10.000 Atomen, dann nähme sich Bayer Leverkusen wie ein Groschensammler dagegen aus. Ich zum Beispiel ließe mich das Glück meiner Eltern etwas kosten. Zum Beispiel, sagte Jan Serbin, könnten ja deine Eltern auch sagen, das Glück unseres Sohnes. Christa Göransson lachte. Ich bin, wie es im Slogan heißt, selbst meines Glückes Schmied. Aber im Ganzen, die Nachfrage ist momentan ungeheuer. Alle Welt ist rein verrückt nach Glück. Du kannst, er stand auf, überwältigt, du kannst glatt Jesus werden, Onkel. Ich bin Jesus, stehe auf dem Berg und bin stumm. Die Bergpredigt fällt aus, denn ich weiß nicht, wessen das Reich des Glücks ist. Der Sanftmütigen, der Friedfertigen, der Armen im Geiste, der immer strebend sich Bemühenden, der Verfolgten um der Wahrheit willen. Wahrlich, wahrlich, ich frage euch. Ich lasse mich vor Pilatus führen und er fragt mich, bist du der König des Glücks? Ich antworte ihm, du sagst es. Ich kann nicht hinzufügen, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er bedauert es, wäscht seine Hände in Unschuld und lässt mich ans Kreuz meines Nichtwissens schlagen. Dein Reich ist die Welt, Onkel, wenn du den Leuten Glück nach Maß aufschneidern kannst. Ich bin ein nüchterner Mensch, aber die Perspektiven, die sich hier auftun, reißen mich vom Stuhl. Sie rissen ihn nicht vom Stuhl, schienen ihn im Gegenteil fest in seinen Sessel zu pressen. Er krümmte sich zusammen, wie die Katze vor dem Sprung. Natürlich müsste deine Erfindung in die richtigen Hände kommen. Jan Serbin hörte ihn zu. Je länger, desto ferner und je fremder, desto vertrauter der Sinn. Einmal war Krabat nach Amerika gesegelt und brachte einen Sack Kartoffeln mit nach Hause. »Was sind das für komische Äpfel?« fragte Reisenberg. »Erdäpfel«, antwortete Krabat. Reisenberg nahm eine Frucht und biss hinein. Er spuckte und schrie, »Für Schweine vielleicht!« »Vielleicht auch für Schweine«, sagte Krabat. »Man kann die Erdäpfel kochen und ein Topf voll macht 10 Mäuler satt.« »Wenn das so ist«, sagte Reisenberg, »dann gib sie den Leuten. Satte Leute sind besser als Hungrige.« »Sie haben aber keinen Acker«, sagte Krabat. Da war ein großer Acker, die krume Kies und Ton brandig und versotten, jede Furche anders. Hirse gedieh hier überhaupt nicht, Getreide nur schwach und kümmerig. Ein Rehbock konnte im reifen Korn einstehen, ohne einen Halm zu brechen. »Du sagst, ein Topf voll macht 10 Mäuler satt?«, fragte Reisenberg. Krabat sagte, »so ist es.« »Sie sollen den Acker haben«, sagte Reisenberg, »und sich die Bäuche vollschlagen. Ich schenke ihnen das Land.« Die Leute priesen Krabat, aber noch mehr priesen sie Reisenberg. »Er hat aufgehört, ein Wolf zu sein«, sagten sie. Im Herbst, als sie die Kartoffeln ernteten und wirklich ein Topf 10 Mäuler satt machte und in Salz gestippt war es ein Festmahl, machten sie ein Lied auf den guten Reisenberg. Aber als sie nach der Arbeit auf Reisenbergs Äckern kamen, um ihren Brei bei ihm zu holen, war kein Feuer unter dem großen Kessel in der Leuteküche. Die Leute gingen zu Reisenberg. »Wir haben Hunger, und unter dem Kessel in der Leuteküche ist kein Feuer. Ich habe euch die Essenfelder gegeben. Doppelt gibt's nicht«, sagte Reisenberg. Die Essenfelder machten satt bis zum Dreikönigstag oder, wo wenig Hände in den Topf mit Kartoffeln langten, bis Lichtmess, und die Leute sagten, er ist doch ein Wolf.
Wolf Reisenberg fand heraus, dass man die Kartoffeln zu Schnaps brennen konnte. Er rief Krabat zu sich und sagte, du bist ein Betrüger. Warum hast du mir nicht gleich gesagt, dass die Kartoffeln nützlich sind? Du sollst dem Schnaps ersaufen, Wolf Reisenberg, sagte Krabat. Wolf Reisenberg lachte. Einer von uns, Krabat, einer von uns! Krabat ging zu seinem Freund Jakob Kusch. Der Müller saß auf einem Haufen Kleiesäcken und blies ein barbarisches Lied, Schwertgeklirr und stolzer Tod. Die Flasche, die ihm Reisenberg geschickt hatte, stand neben ihm, leer getrunken. Der Müller hatte stiere Augen und blies Reisenbergs Lied. Der Schwestersohn redete immer noch, aber nicht ins Blaue hinein. Er wusste längst, dass die Kartoffeln nützlich sind, wenn sie in die richtigen Hände fallen. Er hatte einen Stift in der Hand, der Stift rechnete schnell und gut, er redete und hielt den Stift an die Lippen. Jan Serbin hörte ihm nicht mehr zu. Er hörte Lorenzo Zeballo und Anton Donat zu, die sich stritten. »Ein Experiment ist kein Experiment«, sagte Zeballo. »Nichts ist bewiesen.« »Bewiesen ist, dass die Welt neu eingerichtet werden muss«, sagte Donat in jenem sanften Predigerton, den er sich zugelegt hatte, seitdem er nicht mehr heimlich an seinem Wissen zweifelte. »Bewiesen ist ferner, dass das die Menschen allein tun müssen. Kein Gott, kein Kaiser, kein Tribun. Also müssen die Menschen verändert werden.« »Ein Experiment an sich selbst«, entgegnete Zeballo trocken, »ist in diesem Fall möglicherweise nichts anderes als Autosuggestion. Wenn nicht«, fügte er nun doch höhnisch hinzu, »Charlatanerie, Jahrmarktsbudenzauber.« »Sie beleidigen meinen Freund genau so, wie ihn sein Neffe beleidigt. Serbin hat seine Forschung ganz in den Dienst der Menschheit gestellt, ihrer Veränderung zum Guten. Er wird solche Leute wie Sie und diesen Burschen sein Lied blasen machen.« Jan Serbin ließ Donat nicht zu Ende reden. Er sagte, »Ich werde deine Eltern glücklich machen.« »Kannst du es wirklich?« »Ich kann's. Sie sollen es aber nicht merken.« »Man wird verändert, ohne dass man es weiß.« »Das ist gut«, sagte Christa Göransson. »Doch eigentlich auch schrecklich.« »Es ist nicht schrecklich, wenn's zum Guten ist«, sagte Jan Serbin. Was hier das Gute war, wusste er. Es gab keinen Zweifel mehr. Der sympathische Reisegefährte Serbins und in Dankbarkeit dem alten Bischof Verbundene flog noch am Abend nach diesem Gespräch mit einer Privatmaschine weg. Das Gespräch hatte er bei sich. Nach seiner plötzlichen Abreise fragte der emeritierte Bischof seine um wenige Jahre jüngere Frau, ob sie sich nicht von früher an diesen Mann erinnere. Die Frau sagte, »Es waren so viele, denen du auf den rechten Weg geholfen hast.« »Ich bin glücklich darüber«, sagte der Bischof. Er nahm die Tasse mit dem dünnen schwarzen Tee vom Tisch und führte sie zum Munde. Seine Hand zitterte ein wenig, der Tee in der durchsichtig feinen Tasse zitterte mit.